habe heute tatsächlich mal wieder einen Unitag. Ich saß bis eben jetzt an meinem Assignment. Morgen fliegen wir tatsächlich nach Sydney. Und ich muss sagen, ich merke jetzt langsam, dass es besser wird, auf Englisch zu reden. Jetzt geht es nämlich zum Pilates. Und das war die anstrengendste Klasse, die ich hier gemacht habe. Wir haben auch nicht so viel Gepäck, obwohl wir 12 Tage unterwegs sind. Also es wird spannend. Ich hatte heute einfach einen richtig, richtig guten Tag eigentlich. Und ich mag das immer nicht, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme. Hallo, hallo, hallo. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe gar kein Datum. Ich glaube, heute ist der 27. März. Heute ist der 27. März und ich packe jetzt hier gerade mal flott meine Sachen für die Uni. Ich bin nämlich ein bisschen spät dran und muss hier so die nächsten 2 Minuten los. Ich habe heute tatsächlich mal wieder einen Unitag. Ich habe ein Tutorial, wo ich unbedingt hingehen muss, weil das ist das letzte Tutorial so vor unserer Abgabe ist. Und ich habe da nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Fragen. Weil es ja doch so manchmal anders ist als bei uns an der Uni. Nein, mein App wurde nicht geladen. Naja, auf jeden Fall, genau, packe jetzt meine Sachen. Habe schon meine Sportklamotten an, weil ich später eigentlich noch zum Pilates möchte. Und ich mache mich jetzt mal auf den Weg, hole mir noch das Frühstück ab. Vielleicht noch einen Kaffee, aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Genau, ich nehme mich aber heute ein bisschen mit durch meinen Tag. Ich habe heute einen Unitag, ich muss mein Assignment schreiben. Und mich besucht immer noch eine Freundin. Ich denke mal, wir machen heute Abend was. Die macht heute gerade einen Tagesausflug. Und ich wollte zum Pilates. Genau. Also, let's go. Also erst muss ich sagen, bin ich tatsächlich viel zu spät dran. Meine Klasse beginnt in 5 Minuten. Ich glaube, der Weg sind schon so 7. Naja, macht nichts. Eigentlich ist es nicht so wichtig, wenn man immer zu spät kommt. Ich bin aus der Puste, ist ein kleiner Berg. Und dann möchte ich mich kurz darüber beschweren, dass es seit 3 Tagen in Brisbane einfach durchregnet. Es regnet von morgens bis abends seit 3 Tagen. Und ich dachte, das ist ja nicht so der Fall. Und eigentlich müsste die Regenzeit jetzt hier auch so langsam vorbei sein. Aber irgendwie, it's not happening. Okay, kleines Update. Es regnet hier immer noch die ganze Zeit, aber ich war jetzt beim Tutorial. Ich war auch nur 10 Minuten zu spät und war damit aber nicht die Letzte. Also das fühlt sich dann doch immer noch mal ganz gut an. Und das Tutorial hat nochmal sehr geholfen. Ich bin froh, dass ich heute nochmal da war. Ich habe nämlich auch nochmal mit der Dozentin gesprochen. Wir müssen jetzt nämlich in 2 Wochen ein Assignment abgeben. Und ich finde die Anfangsphase immer so ganz schwierig, wenn man noch gar nicht weiß, was die von einem erwarten. Aber jetzt weiß ich es, glaube ich, ganz gut. Sie hat mir nochmal sehr gute Tipps gegeben und gut auf meine Fragen geantwortet. Und jetzt setze ich mich da auch direkt mal dran. Und hoffe, dass ich in einer Stunde, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, bis ich meine nächste Class habe. Und hoffe, dass ich da schon mal viel schaffe. Kleines Update, ich hatte jetzt gerade noch eine Class, die eigentlich auch ganz interessant war, aber gefühlt endet jede Marketing-Class damit, dass man sich einfach nur noch Marketing-Videos anschaut. Naja, oder halt Werbevideos. Und ich habe mir jetzt einen Matcha geholt und jetzt gehe ich nochmal ein Stündchen in die Bib und werde an meinem Assignment schreiben.
ein kleines Update, ihr Lieben. Ich saß bis eben jetzt an meinem Assignment und es war auch richtig gut. Also ich konnte voll gut mich konzentrieren und habe mich auf das ganze Research-Thema fokussiert und es ist auch richtig spannend. Also das Assignment geht darum, dass wir ein Surfboard-Manufacturer sind aus Australien. Dann wird die Produktion nach Indonesien outgesourced. Und jetzt muss man sich entscheiden, ob man die Surfboards in Frankreich oder Deutschland, ich glaube, das ist für mich auch ganz praktisch, verkaufen möchte. Und das dann so ein bisschen analysieren und herausfinden, wie so das Consumer Behavior ist, wie das Marketing dann da getailert werden kann. Und das ist ultra spannend. Also ich fand den ganzen Research-Part gerade sehr interessant. Und jetzt gehe ich nach Hause, dann wollte ich noch ein Video aufnehmen. Dann geht's zum Pilates, da muss ich meine Sachen packen. Morgen geht es nämlich nach Sydney, das habe ich auch noch gar nicht erzählt, aber das erzähle ich euch später nochmal in Ruhe. Und dann werde ich mich, glaube ich, nochmal an mein Assignment setzen. Ich glaube, ich hole mir gleich noch einen Snack. Ja, also genau, das ist erstmal der Plan. Okay, ich habe jetzt kurz was zu essen gemacht. Ich hatte nämlich noch so Tempeh, Reis, Gemüse und Kimchi. Und das werde ich jetzt mal essen. Dann suche ich mir die Fragen raus, die ihr mir gestellt habt. Wenn ihr das Video seht, ist das Question and Answer Video schon online. Genau, das kann ich euch mal hier oben verlinken. Und genau, das werde ich jetzt nämlich gleich dann abdrehen und danach gehe ich zum Pilates. Ja, that's the plan. Achso, und ich kann ja noch einmal ganz kurz berichten. Morgen fliegen wir tatsächlich nach Sydney. Freue ich mich sehr drauf. Wir fliegen um 7.15 Uhr schon. Das ist super früh und ich muss heute Abend noch Wäsche waschen und packen. Natürlich. Aber dann fliegen wir nach Sydney, bleiben da ein paar Tage. Dann leihen wir uns ein Auto aus, fahren nach Melbourne und machen so ein bisschen die Great Ocean Road. Und ja, ich freue mich drauf. Das ist unser Spring Break Trip. Wir haben nämlich alle so ungefähr 2 Wochen frei. Und genau, da haben wir das geplant. Es ist ja nämlich so, dass wenn bei uns Sommer ist, ist es hier Winter. Und im Süden wird es halt viel, viel kälter als im Norden. Und deswegen dachten wir uns, machen wir zuallererst den Süden, damit wir da jetzt noch gutes Wetter haben. Und können uns dann danach auf den Norden konzentrieren. Und deswegen geht es jetzt nach Sydney und Melbourne, also ganz in den Süden. So, Update. Ich habe jetzt gerade das Question-Answer-Video fertig gefilmt auf Englisch. Und ich muss sagen, ich merke jetzt langsam, dass es besser wird, auf Englisch zu reden, was sehr erleichtert ist. Und ich mich da auf jeden Fall ein bisschen dran gewöhne. Jetzt habe ich gerade meine Sachen zusammengepackt. Jetzt geht es nämlich zum Pilates. Das ist meine letzte Class. Es gab nämlich so ein Einführungsangebot. Das waren einfach 6 Classes für $60. Also das für eine Class so ungefähr 6-7 Euro gezahlt. Das finde ich schon wild. Und das werde ich nochmal ausnutzen. Gehe heute nochmal hin. Und ja, muss jetzt nochmal in den Regen. Aber gut, that's what it is. Leute, ich komme jetzt vom Pilates und das war die anstrengendste Klasse, die ich je gemacht habe. Also wirklich, meine Beine tun so, 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 so doll weh. Also das war echt insane heute. Ich habe auch richtig gestruggelt teilweise. Es hat so doll weh. Ich weiß nicht, wann ich schon mal so ein Brennen in die Muskeln gespürt habe. Es war völlig insane, aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass es mega effektiv ist. Und jetzt bin ich auf dem Weg heim. Das ist voll cool. Ich kann halt so zu Fuß zum Pilatesstudio laufen und das sind nur so 15 Minuten. Und dann müsste Feli auch wieder da sein. Die hat nämlich heute einen Daytrip gemacht. Das ist die Freundin, die mich besucht, falls das noch nicht ganz klar war. Und ich denke, dann werden wir zusammen essen. Ich muss noch Wäsche waschen, Koffer packen für morgen. Und dann geht's auch ins Bett, denke ich mal. Ich habe auch nichts mehr mit meinem Assignment heute. Naja.
So, ich habe jetzt hier meinen fetten Wäschesack gewaschen. Dann kann ich jetzt meine Sachen packen für Sydney. Das mache ich jetzt mal, weil es ist auch schon eigentlich relativ spät. Das haben wir jetzt 9:30. Jetzt sagen wir nicht mal alles raus. Und wir haben auch nicht so viel Gepäck, obwohl wir 12 Tage unterwegs sind. Also es wird spannend. Aber ja, passt schon. Übrigens, ich hatte heute einfach einen richtig, richtig guten Tag eigentlich und ich habe auch wirklich viel geschafft. Ich bin auch mit meinem Assignment eigentlich schon ein gutes Stückchen weitergekommen. Also, obviously habe ich es jetzt ein bisschen überschätzt, dass ich das in einem Tag runterschreiben könnte. Aber ich glaube, ich brauche noch so 2 Tage und dann bin ich damit eigentlich schon fertig. Und das finde ich eh eigentlich strong. Und dann habe ich heute noch ein Video geschnitten. Also ich habe heute eigentlich voll viel gemacht und ich merke auch gerade wieder, dass ich so voll viel Energie habe. Und ihr lieben Leute, ihr wisst es, es liegt mal wieder an der Zyklusphase. Ja, wahrscheinlich könnt ihr es nicht mehr hören, aber es ist einfach... Keine Ahnung, ist aber spannend und ich bin froh, dass wir jetzt morgen fliegen. Wir fliegen richtig früh ja schon, aber es ist genau der richtige Zeitpunkt. Es passt perfekt in meinen Zyklus rein und ich glaube, wir werden eine richtig gute Zeit haben. Ich freue mich voll. Ich bin gespannt, was ich von Sydney halte. Ich habe bisher sehr, sehr viel Positives gehört und ich bin vom Pilates auch ganz gut recovered. Wir haben übrigens eben noch Abend gegessen. Wir haben so richtig geil Salat gemacht und wir hatten noch so Tempeh und Reis und so. Es war richtig lecker. Und genau, jetzt bin ich noch meine Sachen fertig. Muss die ganze Wäsche zusammenlegen. Und dann gehen wir auch schlafen. Und ich mag das immer nicht, wenn ich nicht genug Schlaf bekomme. Aber gut, that's what it is today. Okay, ihr Lieben, hello, hello, hello aus Sydney tatsächlich. Wir sind heute Morgen nach Sydney geflogen. Ich habe mich gestern Abend gar nicht mehr gemeldet. Ich habe nämlich noch meine Sachen zusammengepackt und bin dann spät ins Bett gegangen. Und dann sind wir heute Morgen um, oh mein Gott, als ich den Wecker gestellt habe, ich habe fast angefangen zu weinen. Wir sind um 5.15 Uhr haben wir uns im Studentenwohnheim getroffen. Dann sind wir zum Flughafen gefahren. Aber es ist irgendwie richtig süß. Es ist hier wie so eine kleine Klassenfahrt. Wir sind hier zu viert. Das sind alles Leute von der WU und wir sind eine richtig lustige Truppe. Ich freue mich sehr auf die Tage in Sydney. Wir sind jetzt bis Montag hier. Dann mieten wir uns ein Auto. Und dann fahren wir nach Melbourne und machen die Great Ocean Road. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und morgen kommt tatsächlich auch noch ein Freund. Und ich glaube, dann haben wir eine richtig gute Zeit. Wir haben für morgen schon so ein Party-Boat-Cruise gebucht. Und ich glaube, es wird alles sehr lustig. Wir haben heute schon ein bisschen was von Sydney gesehen. Und ich finde die Stadt schon mega schön. Wir haben das Opera House gesehen. Total toll. Wir haben die Bridge gesehen. Sieht bisher mega aus. Und was ich an australischen Städten sehr schätze, ist, dass es sehr ruhig hier ist. Also ich habe das Gefühl, die Stadt ist einfach nicht so crowded, wie gefühlt jede Stadt in Europa. Und das enjoy ich sehr. Und ich denke, ich werde euch da in einem Sydney-Vlog mitnehmen, damit ihr hier auch ein bisschen seht, was wir hier so Feines machen. Und genau, das gibt es dann die nächsten Tage von mir. Ansonsten, was kann ich berichten? Mit dem Gepäck hat alles gut geklappt. Der Flug war klasse. Läuft eigentlich alles und ich bin auch relativ fit. Ich habe mir jetzt gerade mal einen Laptop gesetzt, um für YouTube alles fertig zu machen. Da schaue ich momentan, dass total regelmäßig jede Woche 2 Vlogs online gehen. Und ich hoffe, dass ihr euch darüber freut und dass ihr die Videos gerne schaut. Ich finde, keine Ahnung, Australien ist einfach eine tolle Content-Maschine. Und genau, was kann ich sonst noch sagen? Ich glaube, that's it from me. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Freue mich natürlich, wenn ihr im nächsten Video wieder einschaltet. Abonniert gerne meinen Kanal. Ich freue mich immer über Kommentare. Ich lese alles und versuche alles zu beantworten. Genau, macht das gerne mal. Und ich habe das letzte Mal schon in einem englischen Video gemacht und ich möchte es auch mal in einem deutschen Video machen. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann kommentiert mal den Kamera-Emoji. Ja, das würde mich mal sehr interessieren. Finde ich immer ganz lustig. Also, ja. That's it from me. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. Und ein dickes Kissen und nicht alle. Muah.